willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute geht es um meinen Dermal Anchor und es geht nicht um den, auch wenn euch der super interessiert. Es wird auch in den nächsten 1 bis 2 Wochen, also noch im Dezember, das Video zur Verheilung von meinem Hals-Dermal Anchor kommen gehen. Whatever, das war nicht deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Heute geht es um den Dermal Anchor auf meinem Arm. Da gab es nämlich das ein oder andere Drama, vor allem wollten viele Leute von euch mittlerweile ein Update wissen. Ich habe ihn jetzt seit 8-9 Monaten, ich glaube, ich habe ihn im März bekommen und wir haben Dezember, also ja, 8 bis 9 Monate. Und ich kann euch ein bisschen was darüber berichten. Ich bilde mir ein, dass ich in dem Verheilvideo gesagt habe, dass er nicht immer einfach war und das war er auch jetzt nicht. Also es war okay, es war voll in Ordnung, aber es gab Momente, wo ich hängen geblieben bin, wo ich ihn mal irgendwie, wo irgendwas war, was unangenehm war. Passiert aber, ist in Ordnung, passiert bei allen anderen Piercings auch. Was ganz spannend war, ich bin im Moment relativ viel tätowieren, das werdet ihr wahrscheinlich wissen, wenn ihr mir folgt. Wenn nicht, dann werde ich euch einfach mal das erste Video von meinem riesengroßen Tattoo-Projekt oben verlinken. Schaut da gerne vorbei, es geht nämlich um Harry Potter und Game of Thrones. Ich glaube, das könnte den ein oder anderen von euch echt interessieren. Auf jeden Fall war ich da in den letzten, also seit August, ich glaube 6 oder 7 Mal tätowieren. Und das strengt den Körper einfach an. Nebenbei habe ich mein Medusa-Piercing bekommen und mein Septum-Piercing und Nostril-Piercing. Also es ist einfach einiges passiert auf meinem Körper. Und ich glaube, dass der Dermal Anchor deswegen vor rund 1,5-2 Monaten angefangen hat zu spinnen. Also es war total spannend. Meine beste Freundin hat mich darauf angeredet, dass mein Dermal Anchor total angeschwollen war. Und ich habe es davor überhaupt nicht mitbekommen. Und ich dachte so, oh mein Gott, er ist wirklich total angeschwollen. Und ich werde euch jetzt kurz die Insta-Story einblenden. Witzigerweise ist mir das noch nie passiert, aber mein Dermal Anchor ist total am Eskalieren im Moment gerade. Ich bin nicht hängen geblieben, ich habe nicht dran herumgespielt, ich habe nicht gekratzt oder sonst irgendwas. Ich glaube, es liegt daran, dass mein Körper ein bisschen überfordert ist. Es sind doch gerade noch 3 Piercings am Verheilen und da kommt die Katze. Und ein riesengroßes Tattoo, also ich denke mal, dass es daran liegt und ich hoffe, er wächst nicht raus. Auf jeden Fall fand ich super spannend, dass das von jetzt auf gleich passieren kann und wollte ich das somit zeigen. Also das, was rundherum rot ist und er ist halt auch super angeschwollen, ist halt nicht normal. Und das jetzt nach einem halben, dreiviertel Jahr, den ich ihn jetzt schon habe. Passiert einfach. So schaut er gerade aus. Also er steht auf jeden Fall so ein Stückchen weit weg von der Haut und ist super unscharf gerade. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was erkennen. Er ist aber auf jeden Fall weniger angeschwollen und ich glaube auch, dass es langsam Sinn hat, dass ich ihn reinige und zuklebe. Es kommt halt jetzt so ein bisschen Wundsekret raus für alle, die das ekelhaft finden. Es tut mir leid, aber so ist es nun mal. Ich glaube aber, wenn ich ehrlich bin, nicht, dass er rauswächst. Diese Blase, also es war am Anfang keine Blase, dieses Angeschwollensein wurde dann irgendwann zu einer Blase und hat den Dermal Anchor total hochgedrückt. Ich war dann lange Zeit am Überlegen, soll ich das Ganze aufdrücken, soll ich das Ganze nicht aufdrücken. Ich habe es dann ab und an mit dem Octanisept-Spray eingesprüht und hatte es zugeklebt. Und am, weiß ich nicht, dritten, vierten Tag, als ich dann eigentlich schon bereit war, zu meiner Piercerin zu fahren, wobei ich mit ihr immer in Kontakt war, also ich habe ihr die Fotos geschickt und sie hat gesagt, ganz ehrlich, ich kann auch nicht viel mehr machen, als ihn zu säubern und ihn zuzukleben, habe ich es dann wieder eingesprüht und dann ging relativ viel Flüssigkeit, weil durch das Einsprühen sich das offensichtlich so ein bisschen geöffnet hat, dann habe ich so ein bisschen gedrückt und war dann aber eigentlich wieder ganz zufrieden damit. Es hat sich unten sehr viel Dreck gesammelt unter dem Dermal Anchor. Aber an sich war ich eigentlich dann zufrieden damit. Ich muss aber sagen, ich war jetzt vor kurzem das Ganze reinigen. Also nach diesem ganzen Dermal Anchor Drama. Sehr lieb zu meinem Dermal Anchor. Wir schrauben sie eh nur ab. Das tun sie mal weg. Das ist kein Dreck, ja. Nein. Das sind einfach Hautschuppen, Cremereste, ja, und so weiter. Das sind alles nur so, ja, nein, das ist das, was von Hautschuppen, ja, Creme, ja, und so weiter. Also nicht glauben, dass das grindig ist, ja. Nein, ich sind einfach nur so Hautschuppen. Genau. Ja, vor allem, mein Dermal Anchor hat ja jetzt dazwischen ein bisschen Probleme gehabt und hat halt einfach genässt und ich will nicht sagen geeitert, aber es ist halt einfach ein bisschen was rausgekommen und das hat sich halt einfach... Meistens ist es wahrscheinlich schon Eiter, ja. Da ist, wenn was reinkommt, dann kann es natürlich schon sein, dass Eiter ist. Ich glaube auch, dass man wahrscheinlich, weil das habe ich davor noch nie gehabt, das hat sich eine richtige Blase gebildet. Und manchmal kommt es dann dort, wo die Blase ist, raus. Genau das ist passiert. Ich habe es dann rausgedrückt, weil, ja, weil ich halt ein bisschen... Also diese leichten Entzündungen sind eigentlich durchaus im Rahmen. Dann spannt man einfach die Haut so rundherum ein bisschen, ganz vorsichtig.
und dann ist eigentlich meistens vorbei mit der Entzündung. Aber der ist jetzt schon, wenn man ganz genau schaut, ja, bist du hängen geblieben? Nicht, nein. Ein bisschen schief ist, kommt er schon raus. Also. Ich hoffe auch, dass er halt nicht rauswächst. Ich bin halt. Das ist immer was, was man nur hoffen kann. Ja. Das liegt eh so und so nicht in unserer Macht, leider. Ja. Also das ist, wenn es raus will, will es raus. Ja, aber wir hoffen halt einfach mal, dass es nicht rauswächst. Die Leute fragen mich immer, kann man was tun? Nein. Nein. Aufpassen, dass man nicht hängen bleibt. Ist, glaube ich, so. Natürlich, ja, hängen bleiben und so. Das tut immer weh. Dann ist aber fest zu. Ja, ja, nein, es ist eher das Hinschauen. Es tut eigentlich eh nicht unbedingt weh. Es ist schon. Es ist schief, ja. Ein bisschen schief und es ist auch ein bisschen hochkommen. Ja. Ja. Das muss man einfach beobachten. Das ist okay. Wenn es hochkommt, ist okay. Ja, aber meiner ist relativ früh schon ein bisschen hochkommen. Also meiner war, der war ganz am Anfang an der Haut und dann nach einigen wenigen Wochen war er ein Stück weiter höher. Also, jetzt ist er wieder sauber. Dankeschön. Bitteschön. Alles wieder gut. Er ist jetzt wirklich relativ weit von der Haut entfernt. Also man sieht es von der Seite sowieso schwer eigentlich. Das ist so schwierig, euch das ordentlich zu zeigen. Aber hier sieht man es, er ist relativ weit mittlerweile von der Haut entfernt. Ich habe jetzt drunter auch überhaupt keinen Dreck mehr, was sehr gut ist, aber er steht halt, wie gesagt, relativ weit von der Haut weg. Er ist aber noch gut verwachsen, auf jeden Fall. Also er ist noch gut verwachsen. Ich lasse ihn jetzt auch auf jeden Fall drinnen, solange wie es geht, aber ich als Laie glaube, dass er möglicherweise rauswachsen wird. Oder aber wenn er nicht rauswächst, dass ich ihn mir vielleicht in absehbarer Zeit irgendwann mal unbeabsichtigt rausreißen werde, weil er mittlerweile so weit weg von der Haut steht, dass sich halt alles Mögliche einfach drunter hängt. Also gerade Pullis sind halt im Moment so ein bisschen ungut. Ich glaube, dass bei meinem halt so ein bisschen das Problem war, dass er von Anfang an so ein Stückchen weggestanden ist. Er ist nicht falsch gestochen, bevor jetzt wieder irgendwer von euch anfängt mit, er ist falsch gestochen. Er ist nicht falsch gestochen gewesen, aber mein Körper hat ihn einfach von Anfang an so ein Stückchen rausgedrückt. Das macht es beim Nackenpiercing auf jeden Fall auch. Dazu wird es übrigens auch noch diesen Monat ein Update geben, weil ganz viele von euch das gewünscht, viele von euch sich das gewünscht haben. Dieses Update wird es geben, gebt mir nur ein bisschen Zeit. Das wird dann wahrscheinlich in der dritten Dezemberwoche kommen. Vielleicht auch schon in der zweiten. Wenn ihr ganz, ganz stark Bock drauf habt, dann gebt mir ein Like auf das Video, dann kriegt ihr es vielleicht schon in der zweiten Dezemberwoche. Oh mein Gott, ich bettel nach Likes. Das kennt man von mir ja gar nicht. Kennt man von mir wirklich gar nicht. Ich bettel nie nach Likes. Also das ist einfach so, weil mein Körper die Piercings immer gleich am Anfang schon so ein bisschen abstößt. Somit, wie gesagt, war so ein bisschen Platz. Und durch diese Blase hat es das alles einfach nochmal rausgedrückt, weil die Blase so schief auf der Seite war. Also die Blase war hier schief auf der Seite und deswegen ist er hier jetzt auf der Seite auch so ein bisschen mehr draußen als auf der anderen Seite. Und wie gesagt, ich bleibe halt einfach unangenehmer jetzt noch hängen als früher. Es ist auch nicht so wie damals, würde ich sagen, von dem Rauswachsen. Also vielleicht bleibt er jetzt auch und es war halt einfach nur diese Blase. Um nochmal auf die Blase zu sprechen zu kommen. Es ist auf jeden Fall so, dass diese Blasen auch kommen können, ohne dass irgendwas ist. Entweder, dass ein bisschen Dreck in euer Piercing reingekommen ist oder aber, dass gerade euer Hormonhaushalt sich von selbst umstellt. Oder aber 100.000 andere Gründe. Also das kann einfach passieren und das ist halt einfach so. Also ich glaube, dass es bei mir mit den Tätowierungen und mit den Piercings und mit den anderen Sachen, die ich meinem Körper einfach zu der Zeit angetan habe, zu tun hat. Aber es kann auch an was komplett anderem liegen und ich liege vollkommen falsch. Das heißt, es ist leider Gottes so, dass gerade Oberflächenpiercings immer wieder, alle anderen Piercings natürlich auch, aber gerade bei Oberflächenpiercings ist es halt schwieriger, dass die einfach anfangen können zu spinnen, ohne ersichtlichen Grund. Und ich für mich habe mitbekommen, für mich hat es am besten funktioniert, es einzusprühen, einzukleben, ansonsten in Ruhe zu lassen. Ich glaube nicht, dass wir was anderes hätten tun können, zu verhindern, dass es sich so ein bisschen rausdrückt, weil diese Blase und dieses Angeschwollensein einfach da war. Vielleicht hätte man den Schmuck runterdrehen können, den Dermalenker-Schmuck, also nur das Steinchen oben, vielleicht hätte das Sinn gehabt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Andererseits ist mir das am Sonntag extrem angeschwollen und war halt am Montag dann einfach schon angeschwollen, aber vielleicht wäre das so der einzige Punkt, den man mit dem Piercer besprechen könnte, dass man diesen Schmuck eben runterschraubt und nur das Gewinde drauf lässt, also logischerweise das Gewinde in der Haut bleibt, aber man den Stein runterschraubt, damit die Blase, die einfach dann relativ lang vielleicht dort sitzt, das Piercing nicht rausdrückt. Es kann aber sein, dass es trotzdem passiert wäre. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber das wäre so der einzige Punkt, den ich an eurer Stelle, wenn euch das passieren sollte, mit eurem Piercer besprechen würde, weil vielleicht hat das Sinn, vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht.
ich bin kein Piercer. Vor allem müsste man es wahrscheinlich ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob das, wie gesagt, sinnhaft ist. Das heißt, mein Fazit nach 8 Monaten. Der Dermalink am Arm ist super anstrengend gewesen. Anstrengender, viel anstrengender als der hier. Viel anstrengender als die, die ich unter meinem Schlüsselbein hatte. Ich liebe ihn aber trotzdem so sehr, dass ich ihn mir wieder machen würde. Aber ihr müsst euch halt darauf einstellen, wenn ihr euch gewisse Piercings stechen lasst, das sind vor allem Oberflächenpiercings und vor allem Oberflächenpiercings an Stellen, die nicht jeder hat, dass das einen Grund hat, warum die nicht jeder hat. Denn seien wir uns ehrlich, wie viele Leute haben Dammelenker am Dekolleté und wie viele Leute haben Dammelenker am Arm? Es gibt schon einen Grund, warum Fingerpiercings, Armpiercings, Nackenpiercings, Rückenpiercings, teilweise sogar Hips nicht so oft getragen werden wie ein Nabelpiercing oder eben ein Dammelenker am Dekolleté. Oder von mir ist sogar ein Dermlenker im Gesicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das tendenziell einfacher ist als im Nacken oder am Arm oder eben über den Beckenknochen, weil das einfach Stellen sind, die man schwer selbst schützen kann, vor allem nicht vor allem und vor allem nicht am Anfang. Und du bleibst halt einfach leichter hängen. Das heißt, wenn man sich sowas machen lässt, ihr müsst einfach wissen, auf was ihr euch einlasst und es ist nicht immer einfach. Das ist so die Grund- und Kernaussage dieses Videos. Ich bin sehr gespannt, ob er bleiben wird. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so, wie er ist, weil er mir nicht wehtut, weil er nicht juckt, weil er sonst nicht unangenehm ist. Aber wenn es nicht mehr geht, wird er rausgeschnitten. Es wird eine Verheilzeit geben und dann wird er wieder eingesetzt werden, denn ich liebe ihn und ich glaube nicht, dass ich darauf verzichten könnte. Das war's mit dem Video. Ihr könnt mir gerne runter in die Kommentare schreiben, habt ihr einen Dermalenker? Was haltet ihr von Dermalenkern? Meine Katze ist da gerade unten. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!